Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 3. Da kommt gleich das Radio. Seid gegrüßt, Bürger. Falls ihr in letzter Zeit auch Rauchsäulen über der Griffon-Basis bemerkt habt, freut uns das. Schön, dass wir uns einig sind. Im Moment ist alles perfekt. Es geht uns gut. Uns allen hier geht es gut. Danke der Nachfrage. Wie geht es euch? Viva Medici. Die machen ganz schön Krach hier, aber jetzt starten die Rebellen auch durch natürlich. Da unten startet einer, da startet einer. Geil sieht's aus. Auf jeden Fall, die können natürlich fliegen, nicht so wie ich. Aber ich starte mal den Chat-Wahnsinn. Oh nee, das kann aber nicht dein Ernst sein. Boah, ich werde so abkacken. Jetzt soll man hier starten und die Basis zerstören. Boah, das kann ich doch nicht. Gut, das Geräusch war jetzt wieder irgendwie... Okay. Countdown startet bei erster Zerstörung. Wahrscheinlich bin ich so dumm. Und zerstöre jetzt beim Starten schon was. Dass ich keine Zeit habe, mir irgendwie eine Linie aufzubauen. Hier, so hoch. So, jetzt machen wir es so. Ah ne, ist nicht so. Aha, ich muss wieder zurückkommen. Na super. So, kommen wir schon. Oh, da zieh ich so, okay. Wow! Ja, sie sind ja so eine Scheiße, der ist so schnell unterwegs, ich gebe gar kein Gas mehr. Aber ja, gut, das war's. Der Kommandant der Basis, kannst du vergessen mit mir. Lange Zündschnur. Okay, ich habe ein Zahnrad, da gebe ich mich schon zufrieden. Weil, ja, das kannst du wirklich nicht machen. Also ganz ehrlich, das ist wieder mal einfach nur blöd gemacht von denen. Gut, jetzt Waffen kriege ich wahrscheinlich keine bessere. Ja, der ist auch schön chillig hier. Aha, ja. Mal nachladen hier. Komm. Munition ist gut. Ja, Rico ist besser. Oh, ja, Angst gehabt. So, hier runter und Griffon-Tour. Das wird wieder der Wingsuit-Kurs. Wie viele hat's denn noch von dem? Der erste, wie immer, geschenkt. Da freue ich mich besonders wahrscheinlich. Ja, da freue ich mich besonders. Das sind die sicheren 2000 Punkte. Alles andere ist nicht sicher. So, jetzt kriegen wir aber das andere da. Was wollten wir bekommen? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Oh ne, noch durch die Halle durch. Perfekt. Ja, dafür jetzt gleich... Ah. Dann nicht mal perfekt bekommen für sowas. Wenn man schon durch das Gebäude durch ist. Okay, das ist wieder viel zu tief. Das merke ich jetzt schon. Ja. Das üben wir nochmals, komm. So, nochmals laden. Vielleicht geht es ja jetzt ein bisschen schneller. Okay, da muss man höher sein. Dann weiß ich jetzt, da gehe ich jetzt nicht auf die 2000. Durchs Gebäude durch, da sollte das möglich sein. Wenn man einigermaßen das gut hinkriegt, so. Ja, das war schon wieder zu tief eigentlich. So. Alter. Noch schlechter. Alter. Da beginnt ja die Folge schon wieder super. Zuerst der Chat-Wahnsinn, den man überhaupt nicht gebrauchen kann. Ich muss mich mal auf YouTube rumschlagen, ob einer diesen Chat
vernünftig im Griff hat. Das muss ich mal schauen. Ich will mal sehen, wie einer da richtig vernünftig Angriffe macht gegen die, Regierungstruppen. Oh, das war knapp. So. Hier war das, oder? Ne, das war tiefer unten. So. Hier besser den nehmen, denn es reicht schon wieder nicht. Komischerweise. Was ist denn das? Weißt du was? Komm, es reicht. Einziehen mit Kick. Das ist ja schon mal was. Winkst du die nächste Freischaltung irgendwas? Wo war das hier? Ziehen mit Kick. Druckluftbremse ist das nächste. Was ist das? Ah, langsamer zu werden. Okay. Den haben wir freigeschaltet. So, jetzt müssen wir auf die Karte schauen. Die haben wir schon gemacht. Das wissen wir auch schon. Wir haben noch was freigeschaltet. Das sieht man leider nicht hier. Wie war das jetzt? Hier draußen war da was? Ne, da war nichts, glaube ich. Aber hier könnte was sein. Und hier oben haben wir auch schon was gesehen. Dann würde ich sagen, gehen wir hier gleich weiter. Die starten mit Chats. Also, die starten hier richtig durch. Das hat sich für die voll gelohnt hier. Aber sage nie Danke. Kein Dankeschön, habe ich gehört, dass sie jetzt da hier auch noch Chats haben. Ist ja schon die zweite Chatbasis. Die andere haben wir auch. So, was ist denn hier? Die Eisenbahn, ist das das? Hier ist wieder ein altes Dorf. Ne, hier ist eine Mauer. Die haben wir zwar schon gesehen, habe ich aber immer ignoriert. Also die haben hier auch noch eine Mauer gebaut. So. Kommt schon nur so aus. Nur um die ein bisschen zu erschrecken. Oh. Ja, sie ist gerade abgekackt fast. Läuft aber noch alles, ja. Gut, ich konnte auch nicht aufhören nach der letzten Folge. Es war wie immer klar. Das könnte Ärger geben. Ja, ja. Der ist irgendwo, ist mir egal. Brauche Verstärkung. Hier Zentrale. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs zu euch. Alter. Ist jetzt das schon wieder hier? Ich liege ja nur hier an der Seite. Bis der wieder aufsteht. Die Truppen sind schon unterwegs zu euch. Da wäre also die US Navy Seals schon längst hier gewesen. So. Glück sind das nicht die US Navy Seals natürlich. Ich bin kein Rebell, ich bin Rico Rodriguez höchstpersönlich. So, der fällt um, oder? Ja. Ein Radar irgendwo. Ah, hier. Oh, da ist das Guardia Costa Süd in unserer Hand. Oh, geil, wie's. Ja, verschwindet er einfach, ist ja klar. Wie ist euer Status? Bitte kommen! Verdammt! Da gibt's zum einen mal Signale. Wieder nur eins, das ist doch so ein Scheiß. Dass es nur ein Signal gibt. So, da hinten sind Waffen, da muss ich mal hin. Da nehme ich doch. Ne, ist nicht das. MG, zum Glück nicht. Da unten ist da was. Schauen wir doch da mal vorbei. Ja, nach der Pause, die ich jetzt dann irgendwann mache, werden wir dann in den anderen Teil gehen und mal wieder in der Story weiterkommen. War ja längst überfällig. Aber wir wissen ja, wenn ich jetzt hier ein bisschen vorwärts mache, dass es dann viel einfacher ist später.
Das ist ja bewiesen. Weil wir dann nicht ständig angegriffen werden auf so Trips. So, und ich glaube, ich klaue denen gleich den Helikopter hier. So, freier Fall. Sind das schon Rebellen hier? Aha. Aha, geht nur so. Hallo? So, jetzt geht's. So, hier drüben ist da was. Sieht nicht danach aus. Gut. Gehen wir weiter. Also hier ist... Dann ist sicher hier oben was. Ja, das sieht man ja schon von hier, dass da was ist. Dass da gleich Action gibt. Oh, die ist aber gut bewacht, die Werkstatt. Sehr gut bewacht. Bisschen höher gehen. Also zwei Flieger müssen das da bewachen. Ist ja nicht dein Ernst. Gut, eigentlich, wenn ich jetzt alles zerstöre, kann ich mir die Flieger sparen. Wenn nur noch der umfällt da. So, was fehlt denn noch? Der? Ah, da hinten, das da. Gut. Noch ein bisschen Stromzeug, so dann hat sich das. Oder? Ja. Guardia Costa Süd 1. Cool. Sehen wir denn das andere Guardia auch noch irgendwo? Da geht's wieder in die Schneelandschaft. Kann es da drüben sein? Ja, kann es theoretisch. Hier jetzt auch noch was. Nett, das ist wieder ein verlassenes Dorf. Da oben ist, glaube ich, ein Kloster oder so. Oder ein Dorf. Ja, da komme ich schon richtig. Ah ja, hier. Sancta Evita. Natürlich, also die Ahnung, die ich hier habe, ist ja klar, ist ja eine Kirche. Also ja, da muss ich erstmal, nee, da schieße ich nicht drauf. Da muss ich erstmal abdrücken hier. Nur, aber wir gehen da hinten, nur damit wir sie entdeckt haben. Man ist ja so schnell mit dem Helikopter da. So. Immer noch nicht blau, okay, ist ja scheißegal. Das ist das Gebiet hier. Jetzt fehlt etwas. Da war nichts. Da oben haben wir nicht geschaut. Doch, da habe ich doch gesagt, ist nichts, aber ich glaube, genau da ist eben etwas. Könnte sein. Ah, oder im Meer draußen ist das hier. Natürlich, ja, da unten. Wo war das? Ah, genau, da dachte ich mir doch, da müssen wir hin mit dem Kampfjet. Ah, da draußen. Okay, da könnt ihr euch schon mal vorbereiten auf geballte Action hier gleich. Ich schieß mal provisorisch ein bisschen drauf. War doch da, oder? Vor allem, jetzt gehe ich so runter. Der Helikopter geht im Berg rein. Ich schieße geradeaus. Ja, es macht Sinn. So, ist da was oder nicht? Ich
Also ich denke schon, dass da was ist. Da war immer was, ja. So, erstmal große Bombardierung hier, denn da wird es wieder höllisch schwer. Oh, Alarmstufe 5, genau. Das Problem ist eben, es ist nur nicht nur Luftunterstützung, es ist dann auch noch Wasser. So. Wir schicken einen Helikopter ins Zielgebiet. Was ist jetzt mit dem Benzin, ihr Penner? So, jetzt habe ich wieder Probleme hier zu lenken. Aber wenn ich lenke, dann können sie mich eigentlich nicht abschießen, das ist der Vorteil. So, da unten ist einer. Gut, den habe ich. Keine Luftverteidigung hier auf der Insel. Das ist aber schlecht. Da kann man es noch so einfach einnehmen im Herumfliegen. So. Also ja. Es ist noch nicht eingenommen, aber ja, jetzt muss ich noch weiter runter. Das mache ich jetzt nur, damit es mal geil aussieht. So. Und tschüss, raus hier. Ah, die wollen mich wohl nicht. Ja, hast du jetzt auch noch gemerkt. So. Ich glaube nicht, dass wir unser Rekord knacken auf Alarmstufe 5. Das wird nicht reichen. So, wo muss ich denn hin? Ah, da hinten. Oh nee, was ist das für eine Kackwaffe? Ah, da war's schon. Ja, ich knacke auf jeden Fall den Rekord. 5 von 5. 5 von 13. Alles vermacht Verschwindibus da oben. Ganz einfach. Oh. Jetzt sind die Rebellen hier. Jetzt geht hier was anderes ab. Schön. Die Kämpfe, die hier noch toben. So, die Insel, man sieht es hier unten, ist jetzt stark ausgedehnt. So, überall noch Fragezeichen, wie es aussieht. Da muss ich mich mal dahinter spannen, gleich mal. Das machen wir vielleicht noch, bevor, ja, hier ist auch wieder eins hier oben, da. Bevor wir dann entweder hier hingehen oder hier hinten. Das würde ich bevorzugen. Schnellreise geht eigentlich gar nicht mehr, oder wie? Doch, da geht's. Oder geht's nur bei eingenommen? Könnte sein. Ja, da geht's auch. Müssen wir halt hier hinten irgendwo. Ja, da geht's auch. Ah, es geht nur in eingenommen Bezirk. Nee, da geht's nicht. Doch, da geht's. Gut. Ja. Da gehen wir doch mal rüber mit dem Helikopter. Ich hätte auch mal das erste Ziel ansetzen können. Das befindet sich nämlich. Signale würde es hier auch noch geben, ist aber egal. Hier. Ah, nicht raus. Hat eh keine Signale, wie man da vorne sieht. So. Schade ist, dass da die Rebellenhelikopter keinen Turboantrieb haben. Das ist ein bisschen schade. Da kann man das gar nicht gebrauchen dann. So. Ja, gehen wir ein bisschen auf Spurenjagd. Ist nicht schlecht, dann haben wir da auch mal was noch. So. Das ist genau da hinten. Und versuche ich jetzt, versuche ich immer schön zu landen. Ist auch gerade eine gute Übung. So, hier runter. Hier, ein klassisches Teil. Ah, ein Artefakt. Genau, ein Artefakt. Also lohnt sich es überhaupt reinzugehen? Ich weiß gar nicht. Das nächste, ja doch, lohnt sich. Da drüben war keins, gut, dann hier. Ja doch, da sind wir viel schneller. Und ich werde diese Teile nicht offline sammeln, wir werden die miteinander sammeln. Und alle habe ich mir vorgenommen. Ist ja immerhin, ich finde es ja gut vom Game, dass wenn man jetzt
Ah, hier ist es gerade. Ah, das war ein bisschen risky. So, ein bisschen zurück. Das ist scheiße. Vorne. Jetzt runter. Ein Rebellenschrein, der ewig brennt. Und anzünden. Ruhe in Frieden. Genau, so. Das nächste ist hier unten, gleich da. Da muss ich ja gar nicht weit fliegen, also es geht ja auch schnell. Und wir werden ja das nicht jetzt 10 Folgen lang immer das gleiche machen. Ich habe ja versprochen, dass wir dann die nächste Aufnahme, die auch noch heute ist, einfach noch eine Pause, dass wir dann die Mission machen. Nur jetzt muss ich sagen, es macht gerade noch Spaß da, diese Sachen abzufliegen. So. Denn man sieht auch immer ein bisschen einen Fortschritt. Bisschen. Betonung liegt auf bisschen. Rein da. Wohin als nächstes? Ja, komm hier oben hin mal. In einem Fahrzeug in der Nähe sitzt ein gefangener Rebell, Rico. Übernimm den Wagen und bring die Geisel in Sicherheit. Ist mir egal. Kannst du ja selbst machen, wenn du immer solche Aufträge hast. Ich bin jetzt auf Artefaktsuche oder Chat teilen. Das ist ja so eine Sache, das haben wir jeweils nicht gemacht, bevor wir vor der Insel gingen. Deshalb, wir müssen noch auf die anderen beiden Inseln auch noch gehen dann. Und da mal alles abklappen. Aber auf, da sollten wir ja nicht mehr auf großen Gegenstoß kommen. Weil da ja keine Regierungstruppen mehr sind. Aktuell. Ich weiß nicht, vielleicht kommen die plötzlich wieder hier hin. Wäre ja eigentlich geil, wenn dann die plötzlich wieder da sind und du... Hey, der Wagen ist frisch. Sorry. Und du plötzlich wieder die einen Dörfer... ja, eine erobern musst. Eines von dir, Ravellos Opfern. Ruhe in Frieden. Also natürlich nicht alle, das wäre dann... Dann macht man einfach die Arbeit doppelt, das würde nicht mehr Spaß machen. So, da geht's hin. 1,26 Kilometer schaffen wir schon noch. Da war wieder ein Wagen, der wieder... Aber es hat, man muss sagen, es hat schon aufgehört. Es zeigt nicht mehr so viel an. So. Oh shit, das ist gar nicht hier. Ja, hier unten. In der Ziegenweide drin. Da hinten ist er. Okay, Baum hängen geblieben. So, anzünden. Hängen geblieben, sorry. 7 von 21. Oh. Sorry, Ziege. Aber ich will da mal schnell was austesten. Wenn wir da schon die Gelegenheit haben. Ach, bin ich blöd. So, nochmals loslassen, die ist eh tot. Und dann vielleicht die da. So. Also, wir fliegen jetzt los. Seid ihr dabei? Ich habe da nur schon solche Bilder gesehen. Deshalb dachte ich, ach, oh shit, habe ich sie losgelassen. Ich tipp. Na gut. Aber das ist Schleudertrauma, das gibt Punkte. So. Ja, wir haben es eigentlich jetzt hier ein bisschen abgeklappert. Wo soll ich denn Pause machen?
komm hier oben. Bei der Crashpuppe fliegen wir nochmal schnell dahin. Geht ja nicht lang, nee. Nur noch 10 Minuten. Wir sind ja viel mit dem Wingsuit unterwegs gewesen, deshalb dürfen wir jetzt auch mal mit dem. Im Visier? Wo bin ich denn hier im Visier? Kann ja nicht sein. Das ist ja schon abgeräumt, Alex. Das ist schon längst kaputt. So, nur noch da hoch. Und da machen wir dann wirklich heute Zwischenaufnahmeschluss. Alter, was passiert jetzt? Ja, es passiert noch der beste Gag, weil ich so viel... Ja, hört man sogar noch. So viel mal Shift gedrückt habe zum Hochgehen. Alter, ja. Jetzt habe ich noch Probleme hier. Kann es doch nicht sein. Oh, Mann. Jetzt muss ich das zuerst klären. Dann können wir auch ohne den Helikopter weiterkommen, ohne Shift, oder? Geht. Dann starte ich das Game sowieso mal neu, schnell. Weil ich vielleicht den PC noch neu starten soll. Jetzt habe ich eben 5-mal Shift gedrückt, oder? Dann kommt ja das, was man gerne in der Schule macht. Bei billigen Schul-PCs, bei denen jeweils nur heiße Luft rauskommt. Also bei uns ist das so, da in der Berufsschule, die kannst du nicht gebrauchen. Da bin ich mir von zu Hause ganz anderes gewöhnt, wenn ich da meinen PC habe. Deshalb ist die Produktivität da jeweils auch nicht gerade hoch. So. Komm jetzt, schaffst du hoch hier. Dass es erst jetzt zum ersten Mal passiert, ist schon eine... Gut, ich habe immer wieder hoch, runter, habe ein bisschen gespielt. So, hier ist dann die Crashbombe. Klippenexplosion. Wieso laufe ich jetzt nur noch so langsam? Hier ist ein Rebellenschrein. Schön, ne... Alter. Zünd den hier an. Dein Tod nicht umsonst war. Genau, 8 von 21, das ist so eine große Steigerung. Ich hoffe, wir sind nächstes Mal. Ja, spawnen wir natürlich nicht hier irgendwo anders. Ist egal. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.